Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sunhaven, wo ich mich immer noch nicht an die langen Ladebildschirme gewöhnt habe. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr. Wir machen erstmal natürlich einen Besuch auf meiner Farm, wo... Ach, die Bürgermeisterin. Ich finde diese Tooltips links an sich gar nicht so unverkehrt. Unverkehrt ist auch ein Wort. Ja, müsst ihr mitleben. Moment. So, mach ein bisschen zu laut für mich selber. Ich finde diese Tooltips links gar nicht so verkehrt, aber die dürften auch gerne von alleine weggehen. Also, dass ich ständig selber wegdrücken muss, ist... weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Und ich hätte vielleicht das Feld näher ans Wasser stellen sollen. Weiß ich nicht, kommt irgendwie ganz spontan jetzt gerade. Das wäre irgendwie besser gewesen wäre. Okay, die Reichweite ist gar nicht so verkehrt. Wir waren nur hingestellt und nur gedrückt gehalten. Da müsste ich die ganze Zeit klicken. Na ja, gut. Ich muss noch Kohle sammeln für die Kaserne. Das bedeutet, wir gehen eh nochmal in die Mine. Die Weizen sind ja gerade dran, wie man sieht. Und dann gucken wir mal. Ich sollte vielleicht mal generell mal gucken. Also das Angeln wollte ich noch ausprobieren mit euch. Und ich wollte da generell noch gucken mit Geschenken, was die Leute überhaupt so mögen. Man das irgendwo sehen kann. Also ich glaube, Kitty mag bestimmt Fisch. So als Katzenmensch. Aber im Rest müssen wir mal gucken. Weil Kitty ist obviously nicht die, die ich an der ich Interesse habe. Also kennenlernen, kennen natürlich alle, weil ich auch gerne wissen möchte, ob es Herz-Event gibt, aber... Geld von Tierprodukten. Wieso habe ich das geskillt? Ich weiß es nicht. Naja, aber trotzdem mal. Und Kampf. Rüstung. Gewandtheit. Angriff von Schwerzeugen. Werkzeugen. Mal ein Feuer. Mal. So. Erstmal Briefkasten. Gut getroffen, Nolan. Ich habe in letzter Zeit gute Arbeit in Minen geleistet. Ich schreibe euch nur, um euch zu wissen zu lassen, das Schöne ist und das zu sehen. Das war es noch schon. Also macht weiter so. Aber übrigens habt ihr mit eurem Amboss Schlüssel geschmiedet. Das muss ich ja noch machen. Die rostigen Schlüssel, die ihr findet, sind nur für einen Gebrauch gut, Nolan. Wenn ihr ein Stockwerk endgültig aufschließen wollt, müsst ihr ein paar Stangen zu einem richtigen Metallschlüssel schmieden. Nur damit ihr es weißt, meine ich. Hier nehmt das. Das wird eurer Schmiedearbeit helfen. Hey. Danke, Solon. Das ist nett von dir. Was ist hier? Raus aus den Federn, Nolan. Der frühe Vogel fängt hin, wovon. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich hier bin. Es sieht ganz so aus, als würden sich deine Farm prächtig entwickeln. Auf jeden Fall ist es langsam an der Zeit, dass wir deinen ersten Besuch des Drachenstegs planen. Nun bist du bereit, Elias zu treffen? Vor allen Dingen, das Beste daran ist, der Drachensteg. Steg, wirklich Steak. Also, ja, Drachensteg. Das heißt Steg mit einem G. Auf dem Berggipfel lebt Elios. Neue Nachbarn in Sunhaven machen sich auf den Weg dorthin, um den Segen von Elios zu empfangen. Ein Übergangsritus. Ein Weg, um wirklich ein Teil von Sunhaven zu werden. Was muss ich denn dafür tun? Der Aufstieg zum Drachensteg kann gefährlich sein. Deshalb begleite ich dich dorthin. Triff mich einfach morgen um 10 auf dem Startplatz. Okay. Perfekt. Ich warte um 10 rund am Startplatz. Mhm. Morgen um 10. Das heißt, heute den Tag kann ich noch nutzen, wie ich will, richtig? Ich glaube schon. Kupferbarren. Ich weiß nicht, warum man Kupferbarren, warum man dafür Holz braucht. Das macht für mich keinen Sinn, wofür ich, also warum ich dafür Holz bauen sollte. Vor allem, wir sind ja erst im Frühling, Jahr 1, Mittwoch, Tag 4. Das ist erst Tag 4. Haben wir nicht eigentlich schon viel, viel mehr, Folgen als Tage? Wie geht das denn? Ha. Ist ja auch egal. Gibt es eigentlich irgendwo einen Kalender? Ja, an der Stadttafel, wo es die Quests auch gibt. Ich finde gut, dass ich mich selber die Fragen beantworten kann.
Ich bin wenigstens mir selber sehr einig. Meistens jedenfalls. Nicht immer, aber meistens. Ach, jetzt habe ich keine Kupferdinger mehr. Okay. Du kommst dahin, du kommst dahin. Die Äpfel kann ich verkaufen. Stell den auch mal da rein. Wieso stacken? Also wieso? Ne, weil ich wahrscheinlich zu blöd bin, die Automaten zu stacken. Deswegen stacken die nicht. Danke. Nee, ich brauche die Werkbank. So. Mal gucken, Amboss. 4 von den Kupferbarren. Ich hab 5. Zack. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir... Ich weiß auch nicht, ob das schon reif ist, eventuell der Weizen. Ach, ist ja auch egal. Wir gehen mal jetzt zum Brett. Denn das ist ja ganz nett. Einfach um zu gucken. Quests. Lieferung des Feuerkristalls. Spawn Feuerkristall, um die Schmiede laufen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, wo Feuerkristall ist, daher keine Ahnung. Für ein paar Frühlingsblumen für den Strauß bestellen wir mit 3 blaue Rosen. Ich glaube, Samen für Blumen kann man im Bauernladen. Machen wir das doch. Darius, Lynn, Nathaniel, Claude, Lanternenfest. Who the hell is Darius? Kenne ich noch nicht, aber ich weiß, wer seinen Geburtstag hat. Das ist ja auch lustig. Ja, okay. Das heißt, wenn ich noch nicht alle kenne, entscheide ich mich noch nicht, wenn ich es so haben will. Nein, mal gucken. Das ist der Gemischtladen, das ist nicht der Bauernladen. Dann gehe ich wieder. Sorry. Manchmal mit Landwirtschaftsladen, Bauernladen? Wahrscheinlich, oder? Emmet! Was verkaufst denn du? Klee, Zimtbeeren, Paprika. Alter, was? Au! Oh, es gibt eine. Da unten gibt's die. Aber ich will erstmal die holen. Fuck, wie viele wollt ihr? Entschuldigung, 3. Ich wollte nicht, 1, 2, 3. So. Ich wollte nicht fluchen. Das ist einfach so mit drin. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das jemals ablegen kann, werde. Ja, die muss ich aber mitnehmen. Prädestiniert zu mitnehmen. Catherine! Kann ich dir einfach mal einen Apfel geben? Bitte. So saftig aus wie ein Apfel. Das ist zwar keine Karotte, aber ich würde mich trotzdem freuen, ihn zu bekommen. Nicht der Rede wert. Catherine mag also Karotten. Ah ja, okay. Wieso spielt auf den Ohren immer noch zu laut? Habe ich mir meinen Zaunanschildern schon wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, die ist ja hübsch. So. Dann. Die 3 hier. Sehr gut. 5 Tage. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, dass die 5 Tage überhaupt ausreichen. Ich weiß es gar nicht. Hoppala. Der Amboss. Kupferschüssel braucht 2. Okay. Kupfergießkanne braucht 6. Natürlich habe ich jetzt gerade erstmal nur 3. Sad Situation.
Aber gut, dann ich wollte eh nochmal in die Mine. Ja, eventuell lege ich mir das noch um. Weil ja, für eine Fähigkeit zu drücken. Kann man sich darauf auf die Maus legen? Ich habe auf der Maus noch zwei Slots frei. Muss ich bei Zeit mal gucken, ob das geht. Ja, 8%. Laufen ist alles. Stimmt, ich wollte eigentlich auch noch angeln mit euch, ne? Wir haben 11.41 Uhr. Aber, ich wollte gerade mal gucken, kann man Blaubeere und Erdkristalle. Was sind Erdkristalle? Die elementare Kraft der Erde gehört in einem Kristall. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Hier war ich auch noch nie, oder? Das ist die Klinik. Kann ich mit dir interagieren eigentlich? Nee, ach, das ist das Haus von ihm. Also, da oben ist die Kiste. Ring des Landwirts und Weizensamen. Warte mal. Und zwar kriegen wir mit dem Wappen eine aufgehende Sprosse. Wenn du schon keinen grünen Daumen hast, kannst du wenigstens einen grünen Ring haben. Ja, alles klar. 5% Bonus Landwirtschaftserfahrung. Nehme ich. Und da war der Loop der Musik. Okay, cool. Diesen Erdkristall habe ich jetzt mitgenommen auch. Na gut, ich brauche jetzt erstmal Kohle. Bedeutet, wir gehen in die Mine. Los hier. Ich gebe dir mal eine Himbeere. Ich weiß nicht, ob er die Himbeeren mag. Eine Himbeere. Ein Geschenk kann ich wohl nicht ablehnen. Danke, Nolan. Das ist okay. Warte mal. Ah. Dann gibt es ja noch jemanden, den ich beschenken möchte. Und laut Map sollte er hier gewesen sein? Nee. Das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, nur eins weiter rechts kann das sein, in der Bibliothek wieder. Wahrscheinlich. Ich habe mit denen auch noch nicht gesprochen. Sollte ich vielleicht gleich mal tun. Jo. Kümmern wir uns um die Kinder hier anscheinend. So, so. Hallo, June. Wieso kann ich mit June nicht reden? Ich. Der neue Nachbar. Mein Name ist Nolan. Wieso kann ich mit June nicht reden? Ich kann mit. Mit Pott kann ich reden. Wieso ist das Kind Pott? Tja, dann kriegt June von mir doch einfach kein Geschenk. Pech gehabt, June. Diese Musikloops sind schon hart. Warte mal, du bist doch. Genau. Liam. Nicht so ungut, Liam, aber du siehst aus, als ob du Nickerlichchen brauchst. Das ist nur, weil ich, sorry, ich will mich beschweren. Ich verbrenne nur die Kerzen in beiden in dieser Tage. Du sollst dich besser nicht kümmern. Das ist mir klar, danke. Was machst du beruflich, Leben? Ich hatte die Bäckerei. Ich meine, ich bin eine Bäcker. Bäcker. Ich kümmere mich auch um meine Schwester. Normalerweise speist zur gleichen Zeit. Helfe deiner Schwester in der Bäckerei. Emma und Elisabeth sind noch Kinder. Sie haben mir einmal beim Backen geholfen und es lief nicht so gut. Kevin braucht einen Kronenglitzer zurück. Ich konnte mir es nicht verkneifen, weil er glitzerzig in den Zähnen hatte. Er war ziemlich sauer. Ja, für die nette Geschichte kriegst du eine Rouge. Das ist ein Geschenk. Das mochte er anscheinend nicht. Schade. Lauschen. Um eure magische Energie oder Mana möglichst effektiv zu nutzen, müsst ihr zuerst. Hey! Hört mir denn keiner von euch zu? Achso. Wow. War jetzt nicht so spannend. Naja.
dann einmal schnell, schnell. Einmal schnell, schnell in die Mine. So schnell wie es geht. Was ich mir für die goldenen hier, die Kisten, die Schüssel auch selber craften muss. Passen wird's, ja. Wo geht's eigentlich noch hier weiter? Ach ja. Jetzt erinnere ich mich. Betrayton. Oh, da gibt's Schätze. Vielleicht sollte ich. Ja gut, die kosten aber auch Kupfer. Kupfer ist nicht gerade billig. Weil es auch immer Holz kostet. Das ist halt so der ewige Kreis von Satnet. Wieso will ich Herr der Ringe sagen? Das ist falsch. König der Löwen. Alter. Von Herr der Ringe. Ja, wenn Herr der Ringe Musical gewesen wäre. Dann mit Sicherheit. Ich meine, so kriege ich viel Stein. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie viel Stein brauche, um echt zu sein. Oder ich wusste es letztes Mal, als ich nachguckt habe, habe es wieder vergessen. Das ist auch möglich. Also. Ich traue meinem Kopf alles zu. Gibt es denn hier kein Kupfer auf der Ebene? Bergbau, was ist denn da los? Ursprünge von Sunhaven Elios, Buch 2. Aufzeichnung des Wächters Orphiel. Die Ursprünge von Sunhaven Elios, Buch 2. Die mächtige Stimme des Drachen dröhnt, als er lernt, die Sprache seiner neuen Anhänger zu sprechen. Es ist faszinierend, dass er, um dies zu unterrichten, selbst es unterrichtet werden muss. Drache fragt die Menschen, wie sie sich nennen, und ein in Leder und Fell gekleideter Häuptling antwortet: Menschen. Die Menschen fragen den Drachen, wie sie nennen sollen. Der Drache denkt über die Frage nach und blickt dann in die brennende Sonne. Der Drache fragt den Häuptling der Menschen, welchen Namen ihr Volk dem heißen Ball gegeben hat, der die Welt in Wärme und Leben hüllt. Der Häuptling beschreibt eine Legende, die sein Volk erzählt von einem Gott, der in der Sonne lebte. Ein Gott namens Elios. Daher kenne ich den Namen. Cooles Buch. Muss aufheben anscheinend, weil bringt eh nur ein Gold. Steine. Boah, ich mach jetzt mal die Sparnisse. Oh. Felsenbrecher. Oh, bitte. Das vielleicht auch. Monsterjäger. Okay, ich muss generell mehr Bergbau machen, glaube ich, weil die Fähigkeiten vom Bergding gefallen mir besser. Und wie angenehm es ist, klicken, gedrückt halten zu dürfen. Nicht so wie bei Potion Permit ständig manuell klicken zu müssen. Das war so das Einzige, was heißt Einzige? Es gab ein paar, also nicht wirklich viele und prägnante Negativpunkte bei Potion Permit, aber einer davon war auf jeden Fall, dass man nicht gedrückt halten konnte. Weil das macht mich wahnsinnig. So, wir wissen es alle, wer mich länger kennt, weiß das. Ich bin ein unfassbar fauler Mensch und wenn ich den Finger einfach da liegen lassen darf, wo er liegt, dann ist das wunderbar für mich. Dann bin ich schon um einiges glücklicher. 1526 haben wir schon. Ich hab den Schlüssel. Hier gibt es auch keinen Kupfer. Also bringt das sowieso nichts weiter rumzulaufen. Ergo. Einmal da aufschließen. Weiter geht's. Aber ich mag das System von der Mine schon. So ein bisschen. Auch wenn ich jetzt mit den Schüsseln. Bin ich noch kein Fan von. Vielleicht wird es später, wenn man viel Kupfer hat. Und die Sachen aufgewertet hat, einfacher. Wahrscheinlich. Dass man halt im Nachhinein die Mechanik vielleicht dann doch zu schätzen weiß. Also ich hoffe es. So, weil, gut, es ist Sunhaven auch noch Early Access. Hab ich schon mal gesagt. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann Sunhaven so Early Access.
heißt, es kann auch viel kommen mit Patches zukünftigen. Ich bin gespannt. Der Sprachenpatch, der kam ja auch erst jetzt vor kurzem, also noch nicht so lange. Das Spiel gab es vorher nur in Englisch. Von daher. Oh, kann ich ab. Ich kann nicht einsammeln. Ein Wasserkristall. Die elementare Kraft des Wassers gehört zu einem Kristall. Ich heb diese Elementarkristalle, glaube ich, lieber mal auf. Und irgendwas in mir drin sagt mir, die vielleicht irgendwas brauchen wahrscheinlich am Schlüssel. Es nervt mich, dass ich keine Kohle finde. Das macht mich wahnsinnig. Kann ich aber noch tiefer in die Höhle dafür? Also reicht zwei einfach nicht. Aber die anderen habe ich auch auf den ersten drei Ebenen gefunden, deswegen macht es für mich keinen Sinn. Vor allem jetzt nicht unbedingt Bock, nur wegen Kohle googeln zu müssen, wo ich das herkriege. Das ist ja mega dumm, wenn wir ehrlich sind. K. Felsenbrecher. Ja. Ich würde gerne da hinten hin. Ja. Krass. Wie man das dann schon merkt, wenn es besser ist. Was haben wir hier? Saphir. Aber jetzt weiß ich nicht, was Erdkristall, Wasserkristall ist, also kann ich mir auch denken, was Feuerkristall ist. Was bei allen Quests gewünscht gewesen ist. Ach, es gibt tatsächlich Kohlsteine. Also Kohlesteine. Ha. Jetzt habe ich es gesehen. Die hier sind es, gell? Ja. Okay. Aber weiß ich wenigstens, wie die aussehen für die Zukunft. Brauch noch eine Kohle. Da drüben haben wir noch einen Wasserstein. Danke. Für das Wasserkristall. Entschuldigung, wir sind nicht bei Pokémon. Nolan. Ich habe, glaube ich, noch keinen Schlüssel gefunden. Das ist ein bisschen blöd in die Uhrzeit jetzt, um ehrlich zu sein. Weil das ist richtig, ne? Doch, ich hab Schlüssel. Oh. Whoopsie. Dann fahren wir noch eins weiter runter. Das war ja nicht um 10, wenn ich umkippe. Das war um 0 Uhr, glaube ich, wo ich umkippe, oder? Und dann Krankenhausgebühren zahlen muss. Welche Gebühren wird denn zahlen, wenn ich kein Geld habe? Ha! Ohne Maus, nix los. Oh, eine Drachenzeichnung an der Wand. Scary. Jetzt haben wir doch nicht geangelt. Es tut mir leid. Irgendwie. Ich kann nicht Quests einfach offen lassen, deswegen versuche ich immer erstmal die Quests zu lösen. Die letzte Quest wäre mit Gehe angeln. Na gut, aber warum das Angeln gut ist oder nicht. Wenn das Angeln nämlich blöd ist, dann ist mir die Quest auch egal mit dem Angeln. Daher werde ich mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Von wegen großartig kurz sich ankündigen. Ja, wenn da steht, ich muss angeln, dann würde ich die Quest auch erstmal machen, du. Weil, ne, ist ja Quest. Ja, nee, wenn das Angeln nicht gut ist, dann auch dann nicht. Ich hab jetzt einfach keine Kohle. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt.
Eisenerz. Okay. Ah, Schlüssel gefunden. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche auf dem Rückweg. Da ist zu sortieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass 0 Uhr sind. Wir riskieren es mal. Wenn ich um 2 Uhr schon umkippe, dann bin ich einfach selber schuld. My life in a nutshell. Schlaf. Was ist schon Schlaf? Ich brauche keinen Schlaf. Andere Menschen immer, wenn ich mich um sie sorge. Die wollen aber ganz viel schlafen. Aber ich selber. Ach. Der muss schon schlafen. Au! Okay, die Atmosphäre ist ein bisschen anders als oben. Komme ich in die Mitte? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin genötigt. Ich bin ganz schwer genötigt, einen Spruch zu bringen, den ich, zuerst in Minecraft 2018 gebracht habe, dann in Silent Valley, glaube ich, auch schon öfters verbraten habe. Und immer wenn ich Lava sehe, ist mein Kopf einfach Mr. Lava, Lava. Ich weiß, das ist ganz schrecklich mir. I'm sorry. Und ich wusste gar nicht, erstmal Schaden gekriegt. Dafür habe ich keine Errungenschaft erhalten. Gemeinheit. Erkunden. Holzspalter. Keimfach. Was? Okay. Ja, erstmal das. Ich meine, ich kümmere mich auch viel um die Quests. Das stimmt. Aber zum Beispiel, guck dir mal an, wie lange ich für diese blöde Kohle jetzt aktuell brauche. Nein. Ja, dann mach's halt. Okay, wir sollten jetzt langsam zurückgehen. Aber Pilze in Lava. Also ich bin echt mal gespannt auf diese Mine, oder? Wirklich, also. Wenn jetzt schon so eine Art Lavasee kommt. Ich hatte doch gar keinen Schlüssel mehr, oder? Hatte ich einen Schlüssel? Ich dachte nicht. Oh, ich hätte doch schon gefunden gehabt und weiß es einfach nicht mehr. Also ist auch möglich. Ich bestreite das nicht, weil ich meinen Kopf kenne. Von daher. Okay, aber jetzt haben wir Bewegungsgeschwindigkeit komplett aufgeboostet. Und schneller geht nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum mich das so triggert. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann also irgendwie nicht. Keine Ahnung. Frag mich nicht. So, das kommt rüber. Saphire. Boah. Rüber damit. Das kommt rüber. Den Rest behalte ich. So, Freunde der Sonne. Ich brauche Holz. Ich habe kein Holz. Ich kann auch gar kein Holz herstellen. Okay. Dann machen wir den Rest morgen. Eisenerz. Stein. Die behalte ich, weil die. So. Ja, komm, die kann ich gerade noch anpflanzen. Was soll der Geiz? Das, wenn ich die. Jo. Es geht wegen diesem blöden Baum nicht, ne? Advent. Von dem ich drin das abgebaut. Naja. Mach es da ein. So, und tu mir das Buch mal. Unsere Haustruhe. Solange ich nicht, noch nicht weiß, was ich. Ah! Solange ich noch nicht weiß, was ich mit dieser Truhe mache, dann. Mit dem Buchmacher platze ich erstmal da. Dann gehen wir mal schlafen. Viel Geld habe ich heute nicht gemacht, weil ich auch nicht viel gesammelt habe. Aber ist nicht schlimm.
würde ich sagen. 574 ist doch noch okay, das Gold. Ich meine, wir haben hier jetzt halt die Vogelscheuche geholt, was aber auch wichtig gewesen ist. Ja, und damit vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.